Es gab natürlich vor der E3 bereits Gerüchte, dass es ein neues God of War geben würde. Ich habe dazu gesagt, wenn, dann bitte mit einem vollkommen neuen Setting. Sie haben mich erhört. Kratos ist back, und zwar im hohen Norden. Dazu bringt er seinen Sohn als Sidekick mit. Außerdem metzeln wir Gegner jetzt in Third-Person-Perspektive ab, was das Ganze noch spektakulärer und persönlicher machen dürfte. Ich muss gestehen, dass ich trotz erster Bedenken wegen einer Neuauflage jetzt doch ziemlich heiß auf das Game bin. Auf For Honor war ich ja schon seit dem letzten Jahr mächtig scharf, und die Eindrücke dieser E3 haben das nur bestätigt. Auch im Singleplayer-Modus fühlen sich die Gefechte richtig, richtig gut an. Da ist nichts mit Button-Mashing. Hier muss man schön taktisch spielen, seine Attacken variieren und die Verteidigung der Feinde austricksen. Man fühlt jeden Schlag der Kämpfer, spürt praktisch, mit welchem Gewicht sie über das Schlachtfeld stampfen. Oh Mann, könnte ich doch jetzt schon loszocken. Das gleiche gilt für Battlefield 1. Mann, was für ein Ritt. Natürlich musste ich mich erst ein bisschen umgewöhnen, weil die zeitgenössischen Waffen ein anderes Handling erfordern. Das Nachladen zum Beispiel. Nach jedem Schuss muss man beim Scharfschützengewehr nachladen. Wenn man das vergisst, wird man schneller durchsiebt, als man denkt. Geilomat, ich kann es kaum erwarten, mich in die Schlachten zu stürzen. Was für ein Gegensatz! Das neue Zelda nimmt mich natürlich aus einem ganz anderen Grund gefangen. Begeistert mit einer grandiosen Atmosphäre und einer Welt, die ich unbedingt erkunden möchte. Die erste halbe Stunde zockt sich sehr locker flockig, hat aber absolut das bekannte Zelda-Feeling. Nur mit ein paar interessanten Neuerungen wie Loot-System und auch die Kampfmechanik verspricht einiges. Schade, dass Nintendo das Ding nicht viel früher rausbringt. Ich werde es definitiv erst auf der neuen Konsole zocken. Es war die E3-Präsentation, bei der ich definitiv am meisten gelacht habe. Das neue South Park ist so verdammt lustig. Klar, man muss den speziellen Humor der Russell-Bande mögen, sonst funkt es auch beim Spiel nicht. Aber diese Fortsetzung wird den ohnehin geilen Vorgänger in allen Bereichen übertreffen. Das Kampfsystem wird weiter aufgebaut und noch mehr Raum für wahnwitzige Fantasy-Attacken geben. Dazu die ganzen Anspielungen auf Superheldenverfilmungen und Comics. Ein wunderbares Nerd-Schlaraffenland. Im neuen Spiel von David Cage wird es natürlich sehr viel düsterer zugehen. Er bezeichnet Detroit Become Human als Neo-Noir-Game. Ein Spiel, das thematisch an Filme wie Blade Runner erinnert. Ich finde das Thema extrem interessant. Wann wird eine Maschine zum Menschen? Wie geht unsere Gesellschaft mit Veränderungen, mit Unbekanntem um? Eine ähnliche Fragestellung gab es ja in Star Trek, wo Spock und vor allem Data als quasi Aliens oft menschlicher waren als die Menschen. Wie fühlt man sich wohl, wenn man ein Spiel zocken darf, auf das gefühlt alle Gamer seit 9 Jahren warten? Als mir der PS4-Controller in die Hand gedrückt wurde und die ersten Bilder über den Schirm huschten, versuchte ich äußerlich cool zu bleiben. Innerlich war ich aber doch ziemlich aufgeregt. Würde The Last Guardian an den kilometerhohen Erwartungen zerschellen? Natürlich lässt sich diese Frage nicht nach ca. 30 Minuten Spielzeit beantworten, aber das erhabene Gefühl dieser Minuten lässt mich sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Ich will ehrlich sein. Man merkt im Spiel an, dass es nicht von Rockstar kommt. Technisch sind doch ein paar Holperer drin, die Grafik ist etwa nicht top-notch und die KI lässt noch einiges zu wünschen übrig. Aber insgesamt macht Mafia 3 einfach verdammt viel richtig. Gerade atmosphärisch ist es ein verdammtes Brett. Ich jedenfalls fühle mich dank tollem Soundtrack und Setting sofort ins Jahr 1968 zurückverfrachtet und habe total Bock, der italienischen Mafia in New Bordeaux so richtig Blei zum Hauptgang zu servieren. Es war das einzige Rennspiel der E3, das mich so richtig in seinen Bann schlagen konnte. Das liegt vor allem an der gelungenen Racing-Mischung, die da aufgetischt wird. Straßenrennen werden hier wieder prima mit Offroad-Einlagen und speziellen Wettbewerben gemixt. Außerdem sieht das Ganze hervorragend aus und hört sich unglaublich gut an. Dazu haben mir auch die Wettereffekte sehr gut gefallen, weil sie tatsächlich Auswirkungen auf das Spielgefühl haben und nicht nur Blendwerk sind. Huch, gleich noch ein Horizon hinterher? Ist aber Zufall, ich schwöre. Naja, das hier ist ja auch ein ganz anderes Genre, wenngleich das Action-Adventure ebenfalls verdammt gut aussieht. Was auf der E3 gezeigt wurde, lässt auf richtig viel Spieltiefe hoffen. Denn Helden Aloy hat wohl einiges mehr drauf, als nur ein paar Tierroboter abzuballern. Hier steckt außerdem viel mehr Rollenspiel drin, als ich bisher angenommen habe. Dialoge, passende Ausrüstung, Sammelkram, Modifikation. Ich bin gespannt, was Horizon Zero Dawn noch für Überraschung für uns parat hält. Und zu guter Letzt noch eine Ehrenerwähnung für Batman Arkham VR.
Ehrlicherweise war das Thema VR vor der E3 für mich ein bisschen tot. Doch nachdem ich die Demo-Version dieses Spiels gezockt habe, hat sich das schlagartig geändert. Wie geil das ist, in Batmans Anzug zu schlüpfen. Ich schaue im Spiel in den Spiegel und sehe mich als Batman, der mein Gehampel mitmacht. Das hat mir den halben Tag ein fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Rocksteady setzt dabei clevere Mechaniken ein, die auch Leuten mit Motion Sickness den Genuss des Spiels ermöglichen sollten.